Ja, und jetzt bei dem fulminanten Schlusspodium haben wir die Gelegenheit, einzelne Aspekte noch zu vertiefen, aus den Referaten aufzugreifen und vor allem Lösungsansätze zu diskutieren. Ich habe 4 sehr kompetente Gäste hier vorne. Ich bin sehr froh, dass auch die beiden Vertreter, Vertreterinnen aus der Politik einen Fachhintergrund haben und umgekehrt die Unternehmerin, die hier sitzt, einen soziologischen Hintergrund. Also es wird eine differenzierte Diskussion. Ich bitte gerne die 4 Gäste nach vorne zu kommen. Freiheit für das Podium, das Privileg der Podiumsgäste. Gut, und ich möchte Sie 4 gleich anhand der Einstiegsfrage kurz charakterisieren. Ich möchte Ihnen allen die Frage stellen, was ist für Sie prekäre Arbeit in einem kurzen, einem Satzdefinition? Marco Salvi, beginnen wir mit Ihnen. Sie sind Ökonom und Forschungsleiter Chancengesellschaft bei Avenir Suisse. Ich hätte so spontan gesagt, das ist eine sehr unsichere Arbeit, aber Sie wissen, die CEOs im Durchschnitt vom SMI haben eine 18 Monate Karriere in ihrer Firma, bevor sie entlassen werden. Also das heißt, es ist natürlich, es hat mit dem Lohn zu tun. Es ist eine Arbeit, die sagen wir, nahe ist vielleicht am Existenzminimum, was man bekommen könnte von der Sozialhilfe oder vom Staat allgemein. Also das ist meine Definition, aber es gibt sicher noch bessere. Danke. Nicole Barandun, Sie sind Präsidentin des Gewerbeverbands des Kantons Zürich und Präsidentin der CVP des Kantons. Was ist für Sie prekäre Arbeit? Also ich würde sie sehr ähnlich definieren. Es ist Arbeit in einem schwierigen Umfeld, in einem unsicheren Umfeld, das, denke ich, meistens, aber nicht nur von tiefem Lohn gekennzeichnet ist. Ich möchte vielleicht noch ergänzen jetzt, dass es aber nicht nur Arbeitnehmer trifft, sondern eben auch selbstständige Werbende. Mhm, danke, ein interessanter Aspekt, der noch nicht zur Sprache gekommen ist. Markus Bischoff, Sie sind Kantonsrat Alternative Liste und Präsident des Gewerkschaftsbunds des Kantons Zürich. Prekäre Arbeit für Sie? Ja, ich glaube, haben wir, glaube ich, noch eine ziemliche Einheit. Also ich würde sagen, tiefer Lohn, schlechte Arbeitsbedingungen. Das sind die 2 wichtigsten Merkmale. Pia Channen, Sie sind Sozialgeografin und Geschäftsleiterin der Firma Fairness at Work. Vielleicht ergänzen Sie noch? Ja, für mich ist wichtig, wirklich mehrere Dimensionen zu sehen bei der Prekarität und dann entsprechend auch in der Bekämpfung von Prekarität. Also neben dem tiefen Lohn, sicher, das wurde zwar genannt, auch die schlechten Absicherungen. Wenn ich während einer Krankheit keinen Lohn bekomme, wenn ich bei einem Unfall innerhalb von 3 Wochen die Stelle verliere, weil ich vielleicht im ersten Dienstjahr bin und nur nach Gesetz versichert bin, so etwas. Das sind wirklich prekäre Bedingungen, die sehr, sehr große Unsicherheiten schaffen. Da bricht dann eben das Eis sehr, sehr rasch für die Menschen. Mhm. Hier sind wir noch einig, haben Sie gesagt, Herr Bischoff, mal schauen, wie lange wir es bleiben, auch bei der Bekämpfung zum Beispiel der tiefen Löhne. Pia Chan, ich möchte am Anfang einen Moment bei Ihnen bleiben. Ihre Firma Fairness at Work vertritt hier an der Tagung ein bisschen ein Best-Practice-Beispiel. Sie bieten Reinigungsdienstleistungen für Privathaushalte zu fairen Bedingungen an. Was heißt denn fair bei Ihnen? Bei uns heißt fair, wir haben das ganz am Anfang, das ist jetzt 15 Jahre her, dass wir dieses Angebot innerhalb unserer Firma geschaffen haben, bewusst als Versuch damals, als Projekt anfänglich, auch in einer Tieflohnbranche faire Arbeitsmodelle zu schaffen. Wir wussten eigentlich zu Beginn nicht, ob uns das gelingt, und wir haben die Fairness ausgerichtet an dem, was damals üblich war, was man einer Haushaltshilfe in Schwarzarbeit bezahlt hat. In Bern waren das damals 25 Franken bar auf die Hand, und wir haben gesagt, wir müssen mindestens auch so viel bezahlen und dazu die Versicherungen dazugeben, damit auch diese erfahrenen Haushaltshilfen überhaupt eine Motivation haben, in der Legalität zu arbeiten.
weil mit dem Mindestlohn aus dem GAV 19 Franken plus etwas Ferienzulage minus alle Abzüge, ich lande dort netto unter 20 Franken noch heute, das ist, muss ganz klar sein, mit einem solchen Lohn bringe ich niemanden aus dieser Schwarzarbeit raus. Also haben wir einmal dort angesetzt, wir sind heute bei einem Bruttostundenlohn von 29 Franken 40 ganz genau. Es sind bei uns alle Mitarbeitenden Krankentaggeld versichert, auch die kleinsten Pensen. Das scheint mir sehr, sehr wichtig, dass wirklich die Krisen auch gelöst oder gesichert sind für die Leute. Es haben jetzt während der Corona-Krise bei uns alle immer den vollen Lohn erhalten, dies auch dank einer hohen Solidarität unserer Kundschaft. Und was ich jetzt nach 15 Jahren auch sagen kann, wir haben mit diesen Bedingungen, und es gibt noch einiges mehr wie Weiterbildung und Pensionskasse und so weiter, was unsere Angestellten haben, wir haben gelernt, dass wir etwas gewinnen mit diesen guten Bedingungen, dass wir auch als Unternehmen Wert schaffen. Wir können nicht den Gewinn maximieren, das muss man ganz klar sagen, auf das müssen wir verzichten, zumal in einer Branche mit einer enorm tiefen Marge. Aber wir können Werte schaffen und diese Werte erhalten. Und das führt zum Beispiel dazu, dass wir gemessen an der Reinigungsbranche in diesem Angebot bei uns eine unerreicht tiefe Fluktuation haben. Also wir haben jetzt nach gut 15 Jahren feiern wir 15-jährige Dienstjubiläen. Und zwar nicht einzelne, sondern ich glaube in diesem Jahr aktuell waren es 30. Das waren etwa ein Drittel der Frauen, es sind fast alles Frauen, unsere Mitarbeitenden. Das waren etwa ein Drittel der Menschen, die ich im ersten Jahr in diesem Projekt angestellt habe, die sind noch da, die sind noch bei uns. Und das ist für uns ein großer Erfolg. Sie haben erwähnt, Solidarität der Kundschaft. Ist es auch eine spezielle Kundschaft, die Sie haben? Oder was sind Sie bereit zu bezahlen für eine Stunde Reinigung? Also ich glaube ja, das ist eine spezielle Kundschaft. Es ist eine Kundschaft, die Wert legt auf einen bewussten Konsum. Ich glaube, das ist das Schlüsselwort, dass man dort auch, dass wir auch bewusst diese Wertschätzung natürlich wünschen von unseren Kunden, Kundinnen und für unsere Mitarbeitenden. Und es ist so dieses Buy Social, was man heute oft auch hört. Man ist verantwortungsbewusst, auch als Kundin, als Kunde. Man will wissen, was dahinter steckt. Man abonniert eben nicht auf einer Plattform etwas, was man nicht so genau bezeichnen kann, sondern man will eigentlich ein Gütesiegel eine Art Gütesiegel. Und unsere Kundinnen und Kunden bezahlen zwischen 42 und 50 Franken pro Stunde. Sie haben gesagt, dass Sie die Firma vor 15 Jahren gegründet haben. Sie haben vorher schon Ihre Diplomarbeit dem Thema gewidmet, Putzen in der sauberen Schweiz. Was hat sich in diesen 15 oder 20 Jahren verändert in der Schweiz, in der Branche? Was beobachten Sie? Ich habe vorhin kurz mit Natascha Wey gesprochen und auch mit Eva Nadei. Meine Publikation ist erschienen im 2003. Da gab es den GAV noch nicht, der GAV für die Reinigungsbranche, der ist dazugekommen in diesen 15 oder etwas mehr als 15 Jahren, seit ich mich mit dem Thema beschäftige. Aber es hat sich eigentlich bedauerlich wenig verändert. Natürlich hat man mit dem Gesamtarbeitsvertrag einige Regelungen treffen können, es sind einige Schritte gemacht worden, einige Verbesserungen erreicht worden. Es gibt den GAV, das ist ein Erfolg an und für sich, selbstverständlich. Aber man muss es doch auch relativieren, was die Schwarzarbeit landauf, landab betrifft, haben wir leider immer noch ein Bereich, den niemand so richtig genau einschätzen kann, aber es gibt immer noch sehr viele gänzlich ungeschützte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und was die Reinigungsbranche und alles, was rundherum noch ist, Natascha Wey hat es gesagt, die Plattformen, die im Moment sehr boomen, eben gerade auch im Bereich der Privatreinigung im Haushalt, die sind nicht erfasst, die werden nicht kontrolliert. Dort sind die Menschen wieder sehr auf sich alleine gestellt und im Risikofall wirklich sich selber überlassen, leider noch heute.
Marco Salvi und Nicole Barandon, wenn Sie dazuhören, Sie vertreten ja ein bisschen die wirtschaftsliberale Seite hier vorne. Frau Lokta, Ihr Herz, eine Unternehmerin, die von sich aus Verantwortung übernimmt? Also ich denke, ich bin Präsidentin eines Verbandes, wo ganz viele unserer angeschlossenen Unternehmen oder Unternehmen genau diese Verantwortung selbst auch übernehmen. Also das erstaunt mich nicht. Ich denke, die schwarzen Schafe organisieren sich auch nicht in einem Gewerbeverband. Aber das wäre quasi der Weg, wo Sie sagen, da müsste man ran, also diese schwarzen, da mehr ans Gewissen vielleicht auch der Arbeitgebenden, die das noch nicht erfüllen, appellieren, vielleicht auch sagen, der 19 Franken Mindestlohn ist eigentlich immer noch zu wenig, das ist eigentlich die unterste Grenze, so in die Richtung, oder? Das Wichtigste ist, dass man Schwarzarbeit verhindert, oder? Das ist mal das Erste. Die Leute, die arbeiten und einen Lohn bekommen, müssen den auch versichert haben. Und sie müssen auch geschützt werden, eben in Fällen von Krankheit. Sie müssen eine Haft, also man muss sicherstellen, dass für Schäden gehaftet wird. Man muss eine Unfallversicherung abschließen, das fehlt ja dann alles auch. Aber ja, ich denke, ein fairer Lohn ist ein Teil des Arbeitsverhältnisses und er ist ein Teil des Angebots, aber nicht nur. Also ich denke, oder mir ist manchmal die Diskussion allein auf den Lohn fokussiert, zu eng. Natürlich bin auch ich der Meinung, jemand, der Vollzeit arbeitet und ich möchte ergänzen mit einer Ausbildung, sollte einen existenzsichernden Lohn erhalten. Aber die restlichen Arbeitsbedingungen sind nicht minder wichtig. Und für den einen mögen mehr Ferien interessant sein, für den anderen mag Flexibilität bei Vereinbarkeit ein Thema sein. Da gibt es ganz viele Aspekte. Mhm. Wollten Sie jetzt ergänzen? Ich glaube, das Wort Verantwortung hat ein großes Missbrauchspotenzial. Wir sehen es jetzt gerade mit der Initiative, worüber wir abstimmen. Ich denke, es ist nicht die Aufgabe des Arbeitgebers, eine soziale Verantwortung zu übernehmen. Nein. Warum? Also ein Arbeitgeber sollte nicht jetzt entscheiden sollen, sollte nicht entscheiden müssen, wenn ich jemanden beschäftige, eine Frau beschäftige, die alleinerziehend ist. Deshalb muss ich ihre Arbeit mehr entschädigen als eine Frau, die jetzt in einer Ehe mit einem vermögenden Mann arbeitet. Also dass diese Art von sozialer Verantwortung für mich ist die Aufgabe des Staates. Und wenn der Staat sich seine Verantwortung entledigt, indem er die Unternehmen irgendwelche Wünsche aufbürdet, die er selbst nicht erfüllen kann, dann sehe ich da als ein großes Problem für unser Sozialversicherungssysteme, für unser Sozialstaat. Also deshalb bin ich ein bisschen allergisch geworden auf dieses Wort Verantwortung. Aber die erste Verantwortung der Arbeitgeber ist eine Arbeit, jetzt Arbeit zu schaffen. Ja? Gut, Frau Barandon hat jetzt nicht gesagt, dass sie Alleinerziehenden mehr Lohn gibt als solche, genau, die noch einen Partner oder Partnerin haben. Diese soziale Arbitrage, also diese Entscheidungen, die müsste die Gesellschaft machen, da müssen wir, da muss der Sozialstaat so justiert werden, dass es unserem Fairness, unserem demokratisch bestimmten Fairness-Anspruch genügt. Und das sehe ich oft, eben Politiker, die das einfach den Unternehmen abwälzen oder überwälzen wollen. Das finde ich eine bedenkliche Entwicklung. Ein Votum für einen starken Sozialstaat, höre ich. Absolut, absolut. Herr Bischof, Sie wollen etwas einwenden. Ja, ich muss Herrn Salvi insofern recht geben, dass wir das nicht so moralisch diskutieren sollten, sondern es ist einfach eine Tatsache, dass es tiefe Löhne gibt. Es gibt auch Löhne unter dem Existenzminimum. In der Stadt Zürich haben wir, glaube ich, 30.000 Leute mit Tieflöhnen. Diese Definition haben wir gehört.
Wir haben 17.000 Leute, die weniger als 23 Franken die Stunde verdienen. Und es ist einfach eine Tatsache, dass Unternehmungen das zahlen, ob sie das aus moralischen Gründen dann nicht können oder nicht wollen oder was auch immer, das interessiert mich eigentlich nicht. Es ist die Tatsache, es wird weniger Lohn bezahlt und tendenziell kann man auch sagen, dort, wo die Löhne tief sind, sind eben auch die Arbeitsbedingungen, also die Nebenleistungen sind schlecht, die Behandlung der Leute sind tendenziell auch schlecht, wo die Löhne tief sind. Und deshalb haben wir diese Initiative gemacht in diesen Städten, Zürich, Winterthur und Kloten, dass man einen Mindestlohn von 23.000 einführt. Und denkt, 23 Franken pro Stunde, das wären etwa 4.000 Franken im Monat, dass man das so einführt. Und das denke ich, dann werden eben alle Unternehmen gezwungen, diesen Lohn einzuführen. Und das gibt auch ein generelles Heben des Lohnniveaus von diesen Beschäftigten, die Tieflohn sind, die über 23 Franken sind. Ich glaube, das ist ein richtiger Ansatz und ich glaube, das wurde ja auch gesagt, hier kann man nicht einfach auf den freien Markt vertrauen. Wir haben das gehört, die Reinigungsbranche ist hochkompetitiv, da wird da gegenseitig unterboten und da braucht es eben so staatliche Mechanismen, wo man in den Markt eingreift, wo man einen gewissen Schutz gibt. Ich möchte das, Ihre Initiative gerne noch besprechen. Wollten Sie darauf gerade Bezug nehmen? Dann ja, gerne. Ich spreche Sie dann nochmal an. Ich möchte zuerst noch kurz bei der Reinigung bleiben, beziehungsweise beim Thema Plattformökonomie. Das hatten wir jetzt in mehreren Referaten dieses Stichwort schon gehört. Zum Beispiel Uber beim Transport, beim Taxidienst oder eben Batmate. Das klingt ja erstmal gut, Flexibilität zu haben. Also ich war auf der Website von Batmate, da heißt sie Werbung für die Arbeitnehmenden, deklarierte und versicherte Arbeit, also nicht schwarz, sondern Sozialleistungen, wählen Sie Arbeitsort und Zeit, wählen Sie den Arbeitgeber nach Ihren Bedürfnissen aus und die Mission, wahrscheinlich eher als Signal an die Arbeitnehmenden, an die Arbeitgebenden, mehr Gerechtigkeit in der Reinigungsbranche. Also eigentlich so ein bisschen Ihre Mission auch. Was ist denn das Problem? Das Problem bei Batmate und anderen solchen Plattformen ist genau das, was Natasha Wey vorhin gesagt hat, es wird nicht deklariert, was eigentlich Sache ist. Also es wird eigentlich mit einer relativ schönen Fassade dort geworben. Es ist legal, das ist tatsächlich so, aber man muss dann sich durchklicken auf diesen Homepages bis ganz, ganz weit hinten unten in die allgemeinen Geschäftsbedingungen und dann lernt man dann als Kundin zum Beispiel, dass man zwar die administrative Arbeit an diese Plattform abgibt mit einer Vertragsunterzeichnung, dass die eigentliche Arbeitskraft, die Haushaltshilfe, die man eben dann bekommt, sozusagen zugeteilt bekommt, dass die aber nicht von der Plattform angestellt ist, sondern von der Kundschaft. Also man ist immer noch privat, als Privatperson Arbeitgeberin mit allen gesetzlichen Pflichten. Und das ist genau das, was dann in der Krise oft, also es kann auch schon in der Krankheit sein, bei einem Ausfall, was dann auffliegt, in Anführungszeichen, weil das heißt dann auch, dass ich als Privatperson hafte, dass ich Lohnfortzahlungen garantieren und bezahlen muss, dass ich eigentlich alles abwickeln muss. Die Plattform stellt sich eigentlich nur für die Vermittlung zur Verfügung und für gewisse administrative Dienstleistungen. Und darüber werde ich, das ist meine Meinung, werde ich hinweggetäuscht bei dieser Werbung, so wie die angelaufen ist. Mhm. Herr Bischof, Sie wollten ja, vielleicht ergänzen. Diese Plattformökonomie führt natürlich eher zu einer Prekarisierung der Arbeit. Wir sehen das zum Beispiel bei Uber. Ich meine, das ist ja wunderbar für die Konsumenten und Konsumentinnen. Das ist alles transparent, wer fährt, wie der Preis ist, etc. Die kommen schnell. Das ist eigentlich für die Konsumentinnen besser als mit diesen Taxifahrern. Aber wir wissen genau, sie müssen sich nicht an alle Vorschriften halten. Da haben wir ja schon ein paar Mal gestritten, Frau Barndt und ich. Aber das sind dann sogenannte Selbstständige. Ob sie Sozialversicherung zahlen oder nicht, das wissen wir nicht.
etc. Das geht, das Modell geht eigentlich nur, wenn man eben nicht all diese Sachen zahlt. Und darum können dann die Konsumentinnen quasi billig da transportiert werden. Und gleichzeitig haben die Leute einen total schlechten Lohn und sie können sich nicht versichern. Das ist die Realität. Und deshalb führt diese Plattformökonomie, und das ist eine riesige Herausforderung, weil das wird noch viel mehr auf uns zukommen, weil die Digitalisierung noch zunehmen wird. Das ist eine riesige Herausforderung für die Gesellschaft, für die Sozialversicherung, für alle. Mhm. Bei Uber ist es ja so, da gibt es jetzt einen Prozess, der am Laufen ist. Die SVA stellt sich auf den Standpunkt, das ist eigentlich ein Angestelltenverhältnis. Wo steht dieser Prozess, wissen Sie das? Ja, das tut mir leid, ich habe Ihnen gesagt, ich kläre das noch ab, ich habe es gestern nicht mehr geschafft. Es ist so, dass in Zürich werden die Pilotprozesse geführt für alle Kantone. Ja. Es ist nicht so, dass jetzt alle Sozialversicherungsanstalten in der ganzen Schweiz da diese Prozesse führen. In Zürich wird das geführt und ist immer noch ein Sozialversicherungsgericht und der wurde mal zurückgewiesen. Das geht noch 2-3 Jahre, bis wir da ein endgültiges Urteil haben vom Bundesgericht. Und ich frage Sie beide, weil Sie sind beide eigentlich Anwälte, Anwältin mit eigener Praxis, die sich auch zum Teil mit Arbeitsrecht befasst. Wie würden Sie denn die Chancen einschätzen, dass es ein Präzedenzfall wird, den die SVA gewinnt und der vielleicht auch wegweisend sein könnte für die Reinigungsbranche? Eher gut, würde ich jetzt mal sagen, aber man ist nie vor Überraschungen gefeit. Also das AFA-Gesetz ist ja und auch das Sozialversicherungs- und Unfallversicherungsgesetz sehr stark und ich würde auch sagen, die Chancen stehen gut, aber ich meine, dann kommt die zweite Welle, dann wird das Gericht sagen, aus den und den Gründen ist das eben, müssen die Sozialversicherungsbeiträge zahlen, also diese Plattform. Und dann werden die das anpassen, dann werden sie vielleicht sagen, dann mit dem Inkasso, dann machen wir das dezentral oder so, das müssen wir, das wird uns weiter beschäftigen auf jeden Fall, auch wenn man die erste Runde gewinnt. Das ist ja wie immer bei der Digitalisierung, das ist auch, da muss sich der Staat und die Politik erst auch daran gewöhnen und Lösungen finden, neue. Darf ich noch etwas ergänzen, das gilt vielleicht auch für all diese Plattformen. Der erste Erfolg, der richtet sich vielleicht über den Preis. Aber ich denke, diese Plattformen haben auch eine Chance mit höheren Preisen, weil sie eben dann gewisse Leistungen doch bringen. Und ich meine jetzt nicht Batmate, die dann nur die Formulare ausfüllen. Ich bin überzeugt, es gäbe auch einen Markt für Uber, wenn die Preise höher wären. Einfach weil die Leistung, das hat ja Herr Bischof auch gesagt, gut ist, weil man nachts an jeder Ecke ein Fahrzeug bestellen kann, solange es die Taxibranche nicht schafft, etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen, haben sie ein Alleinstellungsmerkmal. Der Preis ist nicht immer nur das Entscheidende. Aber so schaffen sie natürlich den Einstieg. Oder? Mhm. Gut. Wir haben heute mehrmals schon eben das Stichwort Mindestlohn gehört. Herr Bischof, Sie, also der Gewerkschaftsbund zusammen mit linken Parteien und NGOs wie der Caritas haben im Sommer diese Initiative lanciert. Jetzt läuft die Unterschriftensammlung. Die Initiative sieht einen Mindestlohn von 23 Franken für die Städte Zürich, Winterthur und Bülach vor. Kloten. Ich denke immer Bülach schon bei der Vorbereitung. Wahrscheinlich denke ich Flughafen und das ist alles. Genau, aber vielleicht die Frage, warum in diesen drei Städten nur? Also in diesen drei Städten sind etwa 60 oder 70% der Arbeitnehmenden im Kanton Zürich da. Und in Kloten hat es sehr viele Tieflöhner mit dem Flughafen oder Flughafenreinigung etc., Gastgewerbe. Da hat es sehr viele Tieflöhner, darum ist Kloten interessant. Und das zweite ist eine politische Frage. Man denkt, man hat größere Chancen, wenn man sich auf diese Städte konzentriert, als wenn man im ganzen Kanton diese Abstimmung machen würde. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit den Kanton Genf gehabt, nicht einfach die Stadt Genf, die 58% Ja gesagt haben. Vielleicht wäre es doch erfolgreich gewesen, aber jetzt sind wir in diesen Städten und ich kann auch sagen, wir haben die Unterschriften beisammen, wir werden sie jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen, nicht in den nächsten Wochen, aber so relativ schnell werden wir sie einreichen. Okay. Herr Salvi, Stichwort Mindestlohn, für Sie ein rotes Tuch?
Nein, also ich denke, es ist einfach ein sehr schlechtes Sozialinstrument. Also wenn man nichts Besseres findet, die Lage der Schwächsten zu stärken, dann hat man wirklich keine Fantasie, wenn man einen Mindestlohn einfach so einführen will. Ich glaube, das ist. Dann sind wir sehr gespannt. Ja, also erstens, Ideen, aber zuerst noch zum Mindestlohn, ja. Ja, erstens, Frau Wey hatte eine schöne Folie mit, es gibt die Studien zeigen, es gibt keinen Einfluss auf die Arbeit. Also ich kann Ihnen gerne ein paar tausend Studien, die zeigen, dass sehr wohl einen Einfluss auf die Beschäftigung gibt. Das hängt natürlich von der Höhe des Mindestlohnes. Wenn der Lohn nicht bindend ist, ist der Einfluss gering, aber mit höheren Löhnen ist dieser Einfluss spürbar. Also da geht die Beschäftigung zurück. Es gibt Leute, die verlieren ihren Job oder sie können nicht in den Arbeitsmarkt einsteigen, weil die Hürde, wovon wir geredet haben, wir würden gerne die senken, die Hürde erhöht wurde durch den Mindestlohn. Also es gibt sehr viele Studien, die sehr wohl einen Effekt zeigen. Aber eben, das ist für mich gar nicht das größere Problem. Das größere Problem sind alle Finessen, die dann passieren, aber die auf dem Arbeitsmarkt aber noch vielleicht entscheidenden sind. Also der Umgang mit die Betriebskultur wird rauer. Oder? Wenn ich weiß, dass ich jemand so viel zahlen muss als Arbeitgeber, dann erwarte ich Pünktlichkeit, Fehlerfreiheit, ich bin strenger, also das macht ein schlechtes Betriebsklima schon. Und dann man muss sehen, wer genießt diese, wer würde diesen Lohn erhalten? Das sind nicht unbedingt die Personen, die wir heute gesehen haben. Das sind Studenten zum Beispiel, die plötzlich sagen, ah, okay, verdient man jetzt 40 Franken in der Reinigungsbranche, dann fang ich morgen an. Oder in Gastro an der Bar, dann verdränge ich der Profi, ich mit meinem Studentenjob. Also das ist eine so schlecht gezielte Maßnahme, dass es eben, würde ich schon aus sozialpolitischen Gründen nicht in Erwägung ziehen. Es tut mir leid, dass hier darüber geredet wird. Gut, wir sprechen ja nicht von 40 Franken, sondern von 23 Franken. Ja. Herr Bischof, als Initiant, was sagen Sie zu dem Argument, dass das eben dann Folgen hat und die Beschäftigung zurückgeht? Also, wir reden ja nicht von einem exorbitanten Mindestlohn. Das Bundesgericht hat ja sehr enge Grenzen gesetzt. Oder? Das Bundesgericht hat gesagt, das sei nur ein zur Verhinderung von Working Poor, also ein sozialpolitischer und nicht ein gewerkschaftlicher Mindestlohn. Eben, das ist genau falsch, oder? Das ist schon mal nur ein Mindestlohn, der die Absicht. Man soll gleich viel bekommen, sagt das Bundesgericht, wie wenn man Rente und Ergänzungsleistungen hätte. Also Arbeit muss sich lohnen, das ist das, was... Ja, aber Ergänzungsleistungen erhalten Leute, die sehr wenig verdienen. Ja, Mindestlohn erhalten Leute... Gut, vielleicht aus bestem Haushalt, die einfach damit... Mit welchem Hintergrund arbeiten, können wir den Leuten nicht vorschreiben, oder? Also wenn Studenten in der Gastronomie arbeiten, dann sollen sie das. Es ist genau das Problem. Es gibt auch andere Leute, die eben darauf angewiesen sind, auf diesen Job, und darum haben wir diesen Mindestlohn. Ich bin nicht Ökonom, aber ich stelle mir vor... Ja, das merkt man. Also. Ja, ich kann Ihnen aber mindestens sagen, es wird dazu führen, dass man, wenn man höhere Löhne hat, dass man einerseits natürlich die Preise leicht erhöhen muss, das ist klar, oder man rationalisiert, oder man schmälert den Gewinn. Das sind drei Sachen, denke ich, die sind. Aber das hat, wenn Sie so argumentieren, dann hätte man nicht die 40 Stunden oder 42 Stunden Woche einführen können. Man hätte überhaupt nichts einführen können. Sie würden immer sagen, ja, das nimmt die Beschäftigung etc. Das hat ja auch eher, die Rationalisierung hat ja zu einem Beschäftigungsschub geführt, weil die Produktivität viel höher ist. Und deshalb habe ich gar keine Angst. Hier konkurrieren verschiedene ökonomische Theorien gegeneinander. Ich würde gerne noch die Meinung von Frau Barandun und von Frau Czarnen abholen zu diesem Thema. Vielleicht zu Ihnen zuerst, Frau Barandun. Also ich war erstaunt vorhin, dass Ihr Leitsatz war Regulierung vor Qualifikation. Da bin ich ohne einen entsprechenden wissenschaftlichen Hintergrund total anderer Meinung. Ich bin für Qualifikation vor Regulierung. Ich finde es ganz schlecht, wenn bei jungen Menschen
über, man kann über die Höhe diskutieren, also Anreize geschaffen werden, lieber ungelernt zu einem, ich sage jetzt mal Mindestlohn, zu arbeiten, als eine gute Ausbildung zu machen. Und ich denke, am Anfang funktioniert das, aber irgendwann kommt das dicke Ende, weil eben die Mobilität ohne Ausbildung schwierig ist, weil Weiterbildung nicht auf einem grundsoliden Aufbau funktioniert und weil es irgendwann dann die Decke gibt. Ich finde, die Anreize sollten sein, Mindestlohn eigentlich mit Qualifikation, was wir eigentlich in den Gesamtarbeitsverträgen haben, dass wir sagen, wer diese und diese Ausbildung hat, verdient in dieser Branche und in dieser Region so viel. Das ist die eine Differenzierung, die ich gerne hätte. Und das Zweite ist, ob das denn jetzt schon bei 23 Franken passiert, wird sich weisen, aber es werden dann eben nicht, vielleicht nicht die Leute, die schon jetzt diesen Reinigungsjob in Kloten machen, diese Arbeit weiter zu einem höheren Lohn bekommen. Vielleicht lohnt es sich dann plötzlich irgendwo hinten aus dem Glarnerland, wo die Mieten viel tiefer sind, nach Zürich zu fahren und hier zu arbeiten. Also ich finde dann auch dieses sehr regionale, eigentlich schon kommunale, eher schwierig. Also wären Sie bei einer nationalen Mindestlohninitiative dabei? Nein, ich habe ja vorhin gesagt, wieso ich nicht für einen Mindestlohn bin, jedenfalls nicht für unqualifizierte Arbeit. Ja, oder? Okay, aber Sie haben jetzt gesagt, es wird ausgespielt gegenüber Bildung. Das eine schließt eigentlich das andere nicht aus. Man könnte ja sagen, regulieren, doch, unqualifizieren. Ich denke, es schafft Anreize. Okay. Wenn man schon von zu Beginn weg recht gut verdient über einen Mindestlohn, ich denke jetzt vor allem an junge Leute, dann würde ich, fände ich das schwierig. Also Sie sagen im Prinzip, wer 23 Franken mit dem Alter 21 pro Stunde verdient, der legt seine Hände in den Schoß und wird nein. sich nicht mehr anstrengen. Nein, der legt seine Hände nicht in den Schoß. Der arbeitet, statt eine Ausbildung zu machen. Vielleicht. Das ist jetzt auch eine gewagte These, die Sie da aufstellen. Also Frau Czanen, noch Ihre Meinung zum Mindestlohn aus der genau. Praxis. Also, ja, genau, ich sage zuerst, meine Meinung ist natürlich, ein Mindestlohn von 23 Franken, da kann ich kein Argument dagegen sehen. Ich weiß nicht, was man gegen einen solch tiefen Mindestlohn haben könnte und ich weiß auch nicht, welche eben ein Argument war, dass man nicht mehr den Anreiz hat, eine Ausbildung zu machen, wenn man jung ist, weil man dann noch weniger Geld unter dem Strich hätte. Ich weiß nicht, überlegen Sie sich einmal, wann haben Sie zuletzt für 23 Franken, wir sprechen von brutto vor den Abzügen pro Stunde gearbeitet. Ich denke jetzt einmal, das ist bei uns allen hier in diesem Raum doch sehr lange her. Also es gibt und sicher viele Jugendliche, die für weniger arbeiten, die machen ein Praktikum, die kriegen, sie machen, wie soll ich sagen, glaube, sie machen einen ersten Schritt in den Arbeitsmarkt, sie lernen wertvolle Dinge, also da gibt es ganz viel. Wir sprechen nicht von Lernenden und ich glaube, wir sprechen auch nicht von dem Nachbarsmädchen, das meine Kinder hütet, wenn ich am Samstag ins Kino gehe. Wir sprechen vom Arbeitsmarkt, wir sprechen von Leuten, die von ihrem Lohn leben können sollen. Und wir sprechen auch von einer Verantwortung, und da muss ich Ihnen natürlich schon massiv widersprechen, Herr Salvi. Wir haben als Arbeitgebende, und ich glaube, als einzige Unternehmerin hier, darf ich diese Position jetzt also einnehmen? Bin wir ich haben auch eine Verantwortung. Entschuldigung. Also, wir haben eine Verantwortung als Arbeitgebende und wir haben gerade eine soziale Verantwortung unseren Mitarbeitenden gegenüber, die heißt Fürsorgepflicht, die ist gesetzlich verankert und wir haben auch eine moralische Verantwortung den Menschen gegenüber, die für uns als im Unternehmen arbeiten. Das bestreite ich nicht. Wie viel Prozent verdienen denn in diesem Bereich unter diesem Mindestlohn? Das sind ganz wenige. Ich will ja nur sagen, ja. Wenn wir da am Rädchen drehen, schaffen wir vielleicht Anreize, die nicht gut sind. Wenn wir jetzt von einer Familie sprechen, wo die Eltern schon wenig verdienen, wo das Geld ganz knapp ist, und dann ein Jugendlicher vor die Entscheidung gestellt wird, er macht jetzt eine Lehre, vielleicht auch nicht die Top-Lehre, sondern vielleicht auch in einem Bereich, wo er dann vielleicht nicht wahnsinnig viel verdienen wird, oder er arbeitet und kann beitragen an das Defizit der Familie. Das sind so die Anreize, die ich einfach dann nicht gut finde. Oder? Da müsste man müsste für diese noch nicht ausgebildeten Jugendlichen sicherlich... Aber wir haben ja jetzt gesehen, wie viel in diesem
Gesamtarbeitsvertrag, Mindestlohn ist Unterhaltsreinigerin 1, 19 Franken 15. Und wir haben auch gesehen, wie viele Leute in diesem Reinigungsgewerbe arbeiten. Das sind reale Arbeitsplätze und das sind ja nicht jetzt die 19- oder 20-jährigen Jugendlichen. Und selbst da ist wirklich sehr, sehr tief. Und wir haben in der Stadt Zürich diesen Zahlen, die von der Stadt 17.000 Leute, die unter 23 Franken arbeiten. Das sind reale Menschen, die dahinter stehen und das sind nicht irgendwelche Ferien- und Sommerjobs, sondern das sind reale Arbeitsverhältnisse. Wie gesagt, das hängt davon von der Höhe des Mindestlohnes. Das ist klar, wenn Sie einen Mindestlohn tief ansetzen, dann hat es weniger Konsequenzen. Natürlich, man fängt mit 23 und dann erhöht man und jedes Jahr hat man etwas Neues zu fordern. Das ist das Problem. Angekündigt oder ja, dass Sie ganz andere Ideen hätten, wie man den prekär lebenden oder prekär beschäftigten Arbeitnehmenden helfen könnte? Also ich habe keine Rezepte allgemein. Ich sage nur, wir schauen die Verhältnisse in der Schweiz, also im Vergleich zu anderen Ländern, sind sie schon sehr, 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 sehr viel besser. Also das wurde gar nicht erwähnt. Das fand ich auch. Wir dürfen das nicht vergessen, dass zum Beispiel es wurde Arbeit auf Abruf erwähnt, aber ich glaube 85% derjenigen, die Arbeit auf Abruf machen, machen es für weniger als 2 Jahre. Oder man hat über die befristeten Verträge geredet. Niemand hat gesagt, wir haben nicht mehr befristete Verträge als vor 40 Jahren. Oder? Das sind 92% der Erwerbstätigen arbeiten in einer unbefristete Arbeit und das war 91 genauso so viel, oder? Wir haben ganz üble Dinge wie Saisonniers, das haben wir abgeschafft, zum Glück, oder? Also alle dieses, das wurde alles erwähnt, man hat fast wirklich nur die Probleme, also ich sage, behalten wir die Stärken des Arbeitsmarktes, auch eine vernünftige sozialpolitische, so wie soll ich sagen, Sozialpartnerschaft und behalten wir das. Also das ist ein unser Kapital, also unser, wie soll ich, das ist, was wir aufgebaut haben als Nation, dieses geniale Schweizer Arbeitsmarkt. Passen wir auf, das nicht allzu stark zu ändern. Also das wäre meine sehr konservative Botschaft. Und dann der zweite Punkt, wie können wir diese Prekariat eindämmen oder noch, das wäre Wachstum, dass wir einfach Wachstum haben, dass der Wohlstand steigt und dann steigen die Löhne und dann gibt es mehr Arbeit. Also dass alle die gleichzeitig für mehr Soziales und zugleich für gar kein Wachstum oder negativ oder ich weiß nicht, die sind eigentlich, die machen eine antisoziale Politik. Aber das ist ja sehr, sehr einfach, oder? Also bleiben wir doch bei der Reinigungsgewerbe. Das ist eben nicht einfach. Doch, ich meine, da haben wir gehört, da ist ein großer Konkurrenzkampf, diese Firmen, Reinigungsfirmen, die unterbieten sich gegenseitig mit dem Preis und, mhm. Und selbst wenn die Banken noch würden wachsen etc., das würde nicht ein höherer Preis resultieren. Ja klar, aber Sie sehen schon das nur als Problem an. Also ich meine, es gibt ein Problem, aber sehen Sie, dank Reinigung können vielleicht viele Frauen arbeiten, oder? Also sagen Sie mal ehrlich, toll, wir haben eine starke Reinigungsbranche, das erlaubt eine bessere Vereinbarkeit, oder? Das wäre schon mal zu erwähnen, ja gehört, oder? Machen Sie auch, genau diese Gesamtsicht fehlt hier, oder? Weil es die Arbeitgebenden sind, die bestimmen, wann die Frauen kommen zum Arbeiten. Also, es würde mich schon interessieren, ja, noch eine konkrete... Das stimmt aber nicht genau so, nicht ganz, weil es gibt ja auch viele, und meistens sind es Frauen, aber es gibt auch viele, die darauf angewiesen sind, an Randstunden dann zu arbeiten, wenn der andere Partner zu Hause ist. Oder das ist so, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Aber ich denke, auch in der Reinigungsbranche spielt natürlich nicht nur der Lohn eine große Rolle. Ich denke, auch sonst sind die Arbeitsbedingungen schwierig. Aber deshalb denke ich auch da, wichtig ist doch,
Also erstens zahlen nicht alle schlechte Löhne, oder? Ich glaube, ganz viele Unternehmen zahlen anständige Löhne, auch hier im Reinigungspersonal. Und ich denke gerade dort, wo man, sei es in der Privatsphäre, in Privathaushalten, aber auch in Büros, wo sensible Daten oder sensible Sachen herumliegen, ist man ja auch darauf angewiesen, jemanden zu haben, dem man vertraut. Aber vielleicht muss man, ist das auch eine Frage der Diskussion und der Wertschätzung dieser Arbeit, oder? Dass man das ein bisschen mehr auch wieder auf den Punkt bringen muss. Was ist gewisse Arbeit wert? Und vielleicht vergessen eben viele, dass es etwas wert ist, wenn am Schluss die Tür ganz sicher abgeschlossen ist, wenn die richtigen Reinigungsmittel verwendet werden, wenn es jetzt Corona hygienisch sauber ist und gut gemacht. Ich denke, es ist einfach zu kurz gedacht, nur die billigsten Arbeitskräfte immer zu engagieren. Aber das ist jetzt wahnsinnig moralisierend wieder gedacht, Frau Varadun. So geht es doch nicht. Jetzt haben wir zum Beispiel die UBS, die einen großen Reinigungsauftrag hat, und die CS, die schauen doch, was kostet uns das? Und die schreiben diesen Auftrag aus und dann wird doch der Beste, der den günstigsten Preis hat, wird genommen. Das ist doch Realität. Aber die öffentliche Hand macht das genau gleich. Genau, die macht das genau zum Glück, gleich. Zum Glück machen sie. Sie haben das Reinigungspersonal etwa vor 10 Jahren ausgelagert oder von 8 oder 9. Da sind die Löhne sind in den Keller gegangen, die haben nachher für 19 Franken gearbeitet in der Stunde. Das ist eine Schweinerei. Und vermutlich braucht es da auch ein Fair-Label, das nicht nur ein Unternehmen sich auf die Fahnen schreibt, sondern das, wo also große Konzerne wie UBS oder so, die müssen sich ja auch, die werden ja auch gemessen an, wie also der Marktwert steigt, ja, wenn man sich fair verhält. Aber natürlich ist die Reinigungsbranche wahrscheinlich noch zu unsichtbar. Da glaube ich auch, da braucht es sicher eine Bewegung in Richtung, dass man sich das gar nicht leisten kann, dass man seine Angestellten oder eben auch die Reinigungskräfte zu schlecht bezahlt. Aber das sind natürlich das ist Zukunftsmusik. Ich suche eine kleine Überleitung, um Ihnen noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, weil wir natürlich sehen, wir werden uns hier vorne nicht einig. Die Eingangsrunde war wahrscheinlich die einzige Frage, die Sie alle etwa ähnlich beantwortet haben. Nein. Ja, was gibt es noch für Fragen von Ihnen aus dem Publikum? Da in der Mitte. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Salvi. Sie sind ja Forschungsleiter Chancengesellschaft. Also ich habe von Ihnen keine neue Idee für Chancengesellschaft gehört, außer dass Sie alles belächelt haben, was jetzt diskutiert wurde. Nicht belächelt. Haben Sie eine Idee, wie Sie zu dieser Chancengesellschaft kommen könnten? Das ist ganz einfach, einfache Frage. Ich habe überhaupt nicht belächelt. Im Gegenteil, ich finde das bedenklich, dass man gut gemeint ist, aber doch ganz die falschen Ansätze dann wählt, die dann ein Boomerang sind, genau für die Leute, die wir heute gerne helfen irgendwie möchten. Oder? Das ist die Tragik, sagen wir, von ein Teil der Sozialpolitik in der Schweiz. Aber es gibt auch sehr viele gute Maßnahmen. Ich finde zum Beispiel, dass wenn wir die Armutsstatistiken anschauen, die Tatsache, ob man ein Kind hat oder mehrere Kinder hat, das hat keinen Einfluss auf die Armutsgefährdung. Ja, weil unser Sozialstaat ist so aufgebaut, dass wenn man Kinder hat, dann wird man bei Bedarf stark unterstützt. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Ich finde eine sehr gute Sache, dass unser Sozialsystem sehr umverteilend ist. Oder? Es hilft denjenigen, die es brauchen. Also das ist vielleicht auch ein Verdienst der Politik der letzten Jahrzehnten. Oder? Also ich denke, das sind Dinge, die gehören geschützt vor neuen Ideen, die das gefährden eigentlich. Was haben Sie für neue Ideen? Sie müssen es ins Mikrofon sagen, sonst hören Sie die am Bildschirm nicht. Sie sind ja Forschungsleiter. Ich bin kein Politiker. Ich möchte nicht Neues produzieren jedes Jahr. Also ich denke im Gegenteil, wir sollten viel weniger Neues ausprobieren und auch einen gewissen Wert in eine konservative Haltung, vor allem wenn wir ein System haben wie die Schweiz, in der Schweiz, das relativ gut funktioniert. Ich, ja.
Das Mikrofon geht nicht. Wenn Sie sagen Chancen, vielleicht bin ich falsch gewickelt, aber für mich ist immer unsere Grundierung hier im System, ist Bildung ist Chance. Ausbildung, Qualifikation ist das, was man selber für sich behält und hat, oder? Und ich finde einfach, es kann nicht nur, oder es ist, der Schritt Geld ist eines, aber ich finde, der Anreiz muss ganz ein anderer sein. Und vielleicht hat diese Frau, die in diesem Flughafen reinigt, vielleicht hat die viel mehr Ressourcen, vielleicht kann die etwas machen, dass nicht nur eben auch unter anderen, nicht nur finanziell prekären Verhältnissen geschieht. Und ich finde, darauf müsste man viel konzentrierter das Augenmerk legen als nur auf den Lohn. Man müsste auch bei älteren Leuten einfach die Möglichkeit bieten, in ihren Fähigkeiten gemäß auch sich noch zu qualifizieren und das zu machen, was auch ihren Fähigkeiten entspricht, um nicht zu sagen, dass es nicht Leute geben wird, die das nicht werden, können werden. Und da muss man eine Lösung finden. Aber vielleicht finden wir die dann über den Sozialstaat. Aber also, Frau Czarny wollte noch etwas sagen. Ja, ich hätte schon Ideen, wie man ohne den Sozialstaat noch zusätzlich zu belasten. Ich glaube, die Bildung ist sicher keine schlechte Sache. Es kann sich niemand dagegen aussprechen, dass wir die Leute besser ausbilden. Aber es wird so bleiben, dass andere Leute reinigen müssen, dass wir einfach auch einen relativ hohen Anteil relativ wenig qualifizierte Jobs haben und dass auch diese Menschen, die diese Jobs verrichten, einen anständigen Lohn und anständige Bedingungen haben sollen. Und dafür brauchen wir Lösungen. Und die haben wir jetzt heute, finde ich, noch überhaupt nicht skizziert. Ich komme ein bisschen darauf zurück, dass ich am Anfang gesagt habe, ich finde, man muss das mehrdimensional anschauen. Und da geht es für mich auch darum, die Partner eigentlich dieser Wirtschaft anzuschauen. Wir haben Konsumentinnen und Konsumenten. Es ist meiner Meinung nach so, dass es wichtig ist, dort eigentlich das Bewusstsein zu schärfen für das, was ich vorhin bei Social genannt habe. Also dafür, dass es uns interessieren soll, was wir konsumieren, genauso wie wir Biogemüse kaufen oder Fairtrade-Bananen und vielleicht Bio-Cotton, sollen wir uns doch auch dafür interessieren, wie viel die Person bekommt, die bei uns die Arbeit verrichtet. Sei es jetzt der Gärtner, der Elektriker, die Reinigungsfrau oder wer auch immer. Ich möchte fragen können, was verdienen Sie heute Nachmittag? Reicht Ihnen das zum Leben? Und Sie sollten mir darauf eine Antwort geben dürfen. Möglichst ja. Möglichst. Da hinten ist noch eine Frage. Also etwas bei Ihnen, Frau Warandun, interessiert mich schon. Zum Beispiel würde ja zu diesen Grundbedingungen gehören, dass wir bezahlbare Wohnungen haben und nicht 40% von unserem Einkommen ausgeben müssen. Wo sehen Sie an dieser Stelle die Zusatzaufgaben, zum Beispiel von der CVP und so weiter? Also ich denke nicht, dass der Durchschnittsschweizer 40% für seinen Wohnraum ausgibt, erstens. Und zweitens war früher einmal die Faustregel, Wohnen kostet ein Drittel oder dürfte einen Drittel des Lohnes ausmachen. Ich glaube, nicht die Wohnkosten sind rasant gestiegen, die anderen Ausgaben sind gestiegen, seien es Krankenkassen, Kosten für, schauen Sie, was die Jungen ausgeben für Handykosten, für Informatik, für all diese Kosten, die monatlichen Fixkosten eben außerhalb des Wohnens. Wohnen ist auch teurer geworden, aber nicht im selben Umfang wie die anderen Kosten zugenommen haben. Und Wohnen ist ein großes Thema, aber da können Sie also schauen, die privaten Vermieter vermieten nicht alle teurer als zum Beispiel Genossenschaften. Ich finde Genossenschaften gut, das ist überhaupt nichts dagegen. Aber diese Idee, private Vermieter teurer mieten, Staat günstige mieten, stimmt so über die ganze Schweiz gesehen und auch in Zürich nicht. Aber wenn Sie von mir ein Commitment zu Genossenschaftswohnbau haben möchten, haben Sie den. Also keine Frage. Aber ja, wenn ich zum Beispiel sehe, wie Wohnraum jetzt erneuert wird, in welcher Kadenz und wie sich auch durch das Wohnraum verteuert, oder? Wie kleinere Wohnungen
alte Genossenschaften zum Beispiel abgerissen werden und zwar mehr Wohnraum geschaffen wird, aber ganz sicher auch teurer Wohnraum. Ich glaube, das wäre wiederum eine abendfüllende Diskussion. Noch eine Frage? Ja, ich habe eine Frage, die zurück zu den prekären Arbeitsverhältnissen führt und auch nochmals zu dieser Mindestlohndebatte. Weil es wurde jetzt viel über die Reinigungsbranche gesprochen, aber mich würde interessieren, ob dieser Mindestlohn dann auch für das Thema Care-Arbeit, die Migranten, Migrantinnen vor allem, ob das da auch gelten würde und ob man das überhaupt umsetzen kann mit diesen schwierigen Arbeitsbedingungen. Herr Bischof? Also der Mindestlohn wäre natürlich für alle, die in der Stadt Zürich, Winterthur oder Kloten arbeiten, wäre dieser Mindestlohn gegeben. Das wäre natürlich auch für das Care-Personal. Dass man das kontrollieren muss, ist auch ganz klar, oder? Und das steht dann auch in diesen Initiativen, wie man das kontrolliert, oder? Dass man da eben Kontrollen machen kann und dass man auch Leute büßen kann, die sich dann nicht daran halten. Das ist ganz klar, aber das haben wir jetzt schon. Mindestlöhne bei den Gesamtarbeitsverträgen, da gibt es auch paritätische Kommissionen, die das kontrollieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht noch zum Votum von vorher, von Frau Czannen, vielleicht widerspreche ich mich jetzt ein bisschen, aber ich werde jetzt auch noch ein bisschen moralisch. Ich habe mindestens bei der Unterschriftensammlung gespürt, dass die Leute, glaube ich, auch bereit wären, teilweise für gewisse Dienstleistungen mehr zu bezahlen, wenn ihnen bewusst wäre, wie schlecht die Leute bezahlt sind, die diese Dienstleistung erbringen. Also glaube ich, das hat bei den Leuten schon Klick gemacht. Viele Leute haben gesagt, was? Es gibt Leute, die so wenig verdienen. Das ist für viele Leute, für Menschen unvorstellbar, dass Leute für 19 oder 20 Franken putzen oder sonst irgendwie einen Job machen. Und das ist, das muss man auch thematisieren. Ich glaube, da haben wir eine gute Basis bei den Leuten, dass sie bereit wären, das Entsprechende zu entlöhnen. Ich möchte gerne Frau Nadal noch ansprechen. Sie sind noch hier. Ich habe einfach Sie in meinem Blickfeld und sehe, dass Sie mehrmals den Kopf geschüttelt haben während des Podiums. Möchten Sie sich äußern? Nein, also ich habe vor allem den Kopf geschüttelt beim Herrn Salvi. Ich habe auch bei Ihnen den Kopf geschüttelt. Das reziprok. Also einerseits Ihre absolute Ablehnung von sozialer Verantwortung von Unternehmen. Also historisch war das eigentlich immer so, dass auch eine gewisse soziale Verantwortung dabei war. Das ist nichts Exotisches. Ich bin nicht, Entschuldigung. Darf ich jetzt einreden? Haben mit dazu beigetragen, so etwas wie soziale Sicherung mit aufzubauen. Also das ist mal ein Punkt. Das andere war, ich habe es jetzt nicht mehr ganz präsent, jetzt habe ich ein Loch, aber es ging wirklich um Daten zu, was war das schon wieder? Ich bin nicht gegen die soziale Verantwortung, ich bin über die Überdehnung dieses Begriffs und ich finde das gefährlich als Staat, wenn man den Unternehmen die Verantwortung überlassen will für die Sozialpolitik. Das ist etwas, was wir bei der Konzernverantwortungsinitiative sehr gut sehen, oder? Wo plötzlich die Unternehmen müssen die Lücken von Ländern ausfüllen mit ihre Handlung. Und das, denke ich, ist nicht die Aufgabe der Unternehmen, es ist die Aufgabe des Staates. Nein, aber das ist ein Beispiel davon. Ich bin völlig einig mit Ihnen auch, dass natürlich der Sozialstaat eine große Verantwortung hat und dass es nicht an individuellen Unternehmen liegen sollte, sowas eben jetzt wie sehr schlechte Arbeitsbedingungen oder eben Mindestlöhne quasi einzeln auszugleichen. Es tut mir leid, es fällt mir nicht mehr ein, welche Daten Sie da zitiert haben, die ich einfach die so nicht zutreffen. Ah, die Studien zur Wirkung von Mindestlohn wahrscheinlich. Nein, das war was anderes. Okay. Tatsächlich mit prekärer Beschäftigung. Ich habe es nicht mehr präsent, tut mir leid. Gut. Aber es ist ja schon, wenn ich dieses Stichwort noch aufnehmen darf, die Frage der Verantwortung von Unternehmen. Ich finde, Unternehmen haben eben auch eine Verantwortung, was sie mit ihrem Gewinn machen und mit wie viel Gewinn sie überhaupt kalkulieren.
Ich könnte Sie auch fragen, wie viel mehr als Ihre Reinigungsfachkraft möchten Sie denn verdienen, Herr Salvi? Ist es das Doppelte oder das Zehn oder vielleicht? Das ist nicht eine. Nein, aber jetzt sind wir. Das ist eine etwas absurde Frage. Nein, es ist keine absurde Frage, sondern doch. Ich kann als Unternehmerin kann ich budgetieren. Und ich budgetiere den tiefsten Lohn, ich budgetiere den höchsten Lohn, vielleicht ist das sogar mein eigener, vielleicht nicht. Und ich budgetiere den Gewinn, den ich machen will. Und ich habe Gründe, weshalb ich Gewinn machen will. Aber es ist tatsächlich eine Frage, die müssen wir uns stellen. Wir haben jetzt in 30 Jahren erlebt Wachstum. Wir haben Wachstum erlebt, aber wir haben eine ungleiche Verteilung dieses Wachstums in unserer Gesellschaft. Und eine zunehmend ungleiche Verteilung. Die Caritas stellt in sämtlichen Studien fest, und die Caritas ist damit nicht alleine, Armut in unserer sehr wohlhabenden Gesellschaft nimmt zu. Und hier sage ich, es stimmt etwas nicht. Und wenn ich von mehreren Dimensionen gesprochen habe, ist diese Dimension im Unternehmen eben auch eine. Ich habe eine Verantwortung, wie viel mehr verdiene ich als die schlecht bezahlteste Person in meinem Unternehmen. Wie viel Gewinn will ich machen und was tue ich mit diesem Gewinn? Das ist okay. Aber vielleicht Frau Janet, wir haben als die Schweiz hat die geringste Ungleichheit der Löhne in der OECD, in den reichen Ländern. Die geringste Ungleichheit der Löhne. Das macht also, sie nicht besser. Das macht sie nicht besser. Ich habe lieber eine ungleichere. Ich habe lieber eine wenig ungleiche Verteilung als eine ungleiche. Also wenn Sie, ich denke, das ist eine ziemliche Errungenschaft des Arbeitsmarktes und der Unternehmen in der Schweiz, dass sie eigentlich verdammt hohe Löhne zahlen in der Regel, oder? Und dass diese Lohnungleichheit gering ist und sie nicht zugenommen hat übrigens, nicht zugenommen hat. Also das sind nicht erfundene Daten. Schauen Sie die Berichte des BFS und dann werden Sie sehen, oho, da funktioniert etwas auch. Sie sollten nicht, funktioniert nicht alles. Ich möchte aber vielleicht noch anschließen zu meinem ersten Votum, oder? Nicht jeder Unternehmer macht viel Gewinn. Ja, ja. Es ist ganz so. Klar. Am Schluss komme ich vielleicht auf das, was Sie vorhin gesagt haben, dass sich vielleicht die Kundinnen und Kunden bereichern und nicht die Unternehmen oder bereichern, dass sie nicht bereit sind, für die Leistung entsprechend zu bezahlen. Ich glaube, das ist in diesen Branchen fast noch das größere Problem. Gut, weil die kleinen Unternehmen, die meisten dieser Reinigungsfirmen waren ja ganz kleine, unter 10 Angestellte. Ich vermute einmal, in diesen verdient dann auch der Firmeninhaber nicht wahnsinnig viel. Aber jetzt kommen mir gut. Dann ziemlich die Tränen, Frau Barandun, wenn ich Sie jetzt so höre. Oder? Aber, also ich meine, wir müssen jetzt schon die Realitäten sehen, oder? Es gibt jetzt sozial Stärkere und sozial Schwächere. Und wer angestellt ist in einer Reinigungsfirma, gehört tendenziell zu den sozial Schwächeren. Und ja, aber wir müssen doch diese schützen und müssen nicht noch jetzt sagen, die Arbeitgeber, das sind jetzt die Ärmsten, die müssen wir quasi schützen. Das habe also ich auch nicht gesagt. Ich sage aber, unsere Devise ist ein mit einem Lohn zum Leben, man muss mit diesem Mindestlohn leben können. Um das geht es und um nichts anderes. Ein Lohn zum, genau, klatschen Sie. Das ist doch ein schönes Schlusswort, ein Lohn muss zum Leben reichen. Wir werden uns hier nicht einig, das ist klar, das war schon von vornherein klar. Es war eine sehr lebendige Diskussion. Vielen Dank, dass Sie sich so engagiert haben. Vielen Dank auch Sie im Publikum, dass Sie so mitgedacht, mitdiskutiert haben. Und auch Ihnen vor dem Bildschirm, die wir nicht sehen. Es wäre natürlich interessant, jetzt in alle Büros und Stuben auch noch reinzuzetten, um uns noch von Ihnen verabschieden zu können. Ich gebe jetzt das Wort Max Elmiger. Ich glaube, bleiben wir noch einen Moment hier? Oder ja, danke. Sollen wir? Ich habe 3 Minuten, das schaffe ich. Zuerst herzlichen Dank für das spannende Podium. Danke, Herr Salvi, dass Sie es gewagt haben, hierher zu kommen. Ich glaube nicht, dass Sie mit viel Sympathie gerechnet haben. Aber einen Satz, den möchte ich herausheben, den finde ich sympathisch. Also wir haben Sorge zu unserem, tragen wir Sorge zu den Stärken von unserem Arbeitsmarkt. Da bin ich voll bei Ihnen. Und ich glaube, dass Initiativen wie von Frau Canan, dass die diesen Arbeitsmarkt gar nicht schädigen. Im Gegenteil, bringt mehr Gerechtigkeit. Und ich glaube auch nicht, dass sie sehr viel Triple-Down-Effekt haben, dass jetzt ein studierter Akademiker zu ihnen arbeiten gehen will, weil er jetzt 2-3 Franken mehr verdient. Also da kann ich sie beruhigen, damit sie mit gutem Gewissen nach Hause gehen können. Also,
herzlichen Dank, ich fand es sehr spannend, auch dieses Thema Schluss noch abzurunden, weil bei uns, das war ja nicht bei der Blauen auch nicht so klar, diese Mindestlohninitiative fasst das Thema in einem guten Brennpunkt zusammen. Wir haben das jetzt auch noch einbauen können. Mein Ziel ist, dass ich Ihnen noch in 2 Minuten sagen kann, was ich heute Abend meiner Frau beim Nachtessen ohne Skript sagen kann. Das ist der Test, ob was Tolles entstanden ist aus diesem Anlass. Und das ist es. Ich finde, ich habe klarere Vorstellungen, was es heißt, prekär zu leben. Das ist große Unsicherheit. Das ist Unsichtbarkeit. Frau Nadai hat sogar gesagt, wir verstecken das sogar. Das ist unqualifizierte Arbeit, die aber systemrelevant ist. Und das ist Vulnerabilität, das sind verletzliche Menschen. Wir haben ein paar Ansätze gehört, was wir machen können. Wir haben ein paar neue Begriffe kennengelernt. Für mich war dieser Jedermann oder jede Frau aus dem Marx, fand ich sehr spannend. Auch da wieder die Wertschätzung, da ist ja nicht so groß dann. Ich gehe mit diesem Gedanken auch nach Hause, diese Arbeit persönlich mehr wertzuschätzen, auch mal mehr zu zahlen für mehr Gerechtigkeit, damit diese Menschen besser leben können. Und ich hoffe, Sie gehen dann abstimmen, wenn es soweit ist, die in Zürich und Winterthur und in Kloten leben. Ich wohne leider in Bülach, ich kann da nicht abstimmen. Und zum Schluss nochmal ganz herzlichen Dank für alle, die Beiträge geleistet haben, den 3 tollen Referentinnen, auch unsere Mitarbeiterin Anna-Kathi Thüre, die alles vorbereitet hat für ihr Referat, für die Forschung dazu, und dem Team von Sandra Rauch und Karin Fes, die vor allem sehr viel Hintergrundarbeit und heute auch im Vordergrund gemacht haben. Und wen habe ich noch vergessen? Natürlich Christina Capretz möchte ich ganz herzlich danken. Sie hat wieder das toll zusammengeführt, die ganzen Themen. Nächstes Jahr findet es hoffentlich dann ohne Masken statt, am 27. Oktober, wieder im ähnlichen Rahmen, mit mehr Leuten und eben mit mehr Nähe und vor allem mit Apero, den vermisse ich sehr. Sie bekriegen was als kleinen Ersatz, wenn Sie rausgehen, und Sie können ja vielleicht dann auch irgendwo noch zusammenstehen mit Abstand und was essen und trotzdem noch austauschen. Herzlichen Dank, und es war eine tolle Veranstaltung. Ich habe 1 Minute bezogen, verzeihen Sie es mir. Schönen Abend noch.